Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Upgrade von Windows 7 oder 8.1 auf Windows 10 zu forcieren. Eine Methode wird dabei offiziell von Microsoft durch das Media Creation Tool bereitgestellt, die andere ist ein inoffizieller Trick, den Windows 10 Download zu erzwingen. Beide können allerdings zum Fehlercode 80240020 unter dem Windows Update führen, wenn man die Installation starten möchte. Laut Microsoft hänge dieses Problem nicht mit einem fehlerhaften Download oder der Reservierung zusammen. Der Hersteller empfiehlt, auf eine Benachrichtigung zu warten, dass man auf Windows 10 jetzt upgraden kann, praktisch so, als hätte man das Betriebssystem lediglich aktiviert. Daneben geben die Redmonder dem versierten Nutzer aber noch einen Lösungsweg an die Hand, wie man das Upgrade doch noch sofort ausführen kann. Zunächst muss man über den Registry Editor nach Regedit im Startmenü suchen, zum Eintrag HKey Local Machine Software Microsoft Windows Current Version Windows Update OS Upgrade navigieren. Anschließend muss man hier unter dem Eintrag eine neue DWORD-Datei 32-Bit erstellen und die in Allow OS Upgrade umbenennen. Unter den Eigenschaften muss man dann noch den Wert auf 1 festlegen. Ist das erledigt, kann man innerhalb der Systemsteuerung das Windows Update aufrufen und nach neuen Updates suchen. Das Upgrade soll dann keinen Fehlercode mehr auswerfen. Alle Angaben sind natürlich wie immer ohne Gewähr.